Willkommen zu einer neuen Folge von Ich rede viel zu lange über Filme, die ich in einem Monat gesehen habe, weil ich kein Leben habe. Heute mit einer XXL-Folge, weil ich im Urlaub war und da natürlich das einzig Normale gemacht habe, nämlich Filme gucken. Fangen wir an, viel Spaß. Den Monat begonnen habe ich mit Nimona und oh Junge, was ein Brett. Der Film schafft es nicht nur verflucht unterhaltsam zu sein, sondern erzählt dabei noch eine unglaublich ehrliche und berührende Geschichte. Eine kreative Idee jagt die nächste, das Pacing ist dabei on point und die Animation hat ihre Schwächen, aber es ist insgesamt trotzdem wirklich gelungen. Zu jeder Sekunde merkt man das Herz, die Passion und vor allem den Schmerz, welcher von Nimona verkörpert wird, und die Geschichte schafft es aber, all dem Ausdruck zu verleihen. Es gab wirklich lange keinen Charakter mehr, den ich von der allerersten Sekunde so sehr mochte wie Nimona, die ihr wirklich für eine grandiose Szene nach der nächsten sorgt und dann noch so viel Tiefe und Tragik bietet. Mehr als ein paar Lines bringen einen hier lauthals zum Lachen, mehr als ein paar genauso zum Weinen. They grow up believing that they can be a hero if they drive a sword into the heart of anything different ist vielleicht mein bisher liebstes Zitat dieses Jahr. Die einzig große Kritik ist hierbei das Ende. Das Finale ist wirklich grandios, aber danach endet das irgendwie ein bisschen halbgar. Das hatte diesen, oh, wartet auf das Sequel-Vibe und das war irgendwie nicht sehr konsequent. Da hätte man das einfach auch gleich direkt ganz anders auflösen können. Trotzdem eines der ganz großen Highlights dieses Jahr und da er auf Netflix ist, solltet ihr den unbedingt gucken. Dann habe ich New World geguckt, ein südkoreanischer Gangster-Thriller, was eigentlich genau wie etwas klingt, was ich lieben müsste, aber irgendwie fand ich es ein bisschen lahm. Ich fand es schwer, der Story zu folgen und habe zu oft die Übersicht verloren, was definitiv auch mein Fehler sein könnte, aber dadurch hat mir irgendwie ein Anker in der Geschichte gefehlt. Der ganze Film dümpelt so dahin, was zum Teil sicherlich auch gewollt ist, aber es hat irgendwie einfach an einer Dringlichkeit gefehlt und an wirklichen Highlights oder Wendepunkten. Aber der Cast ist ziemlich gut. Als nächstes habe ich dann Ruby taucht ab gesehen, der neue DreamWorks-Film, der leider echt nicht gut ist. Und das ist wirklich schade, denn die ersten 20 Minuten sind noch gut. Ruby ist ein sympathischer Charakter, die tentakelmäßigen Animationen sind eine super Abwechslung, aber dann digitiert der Film zur typischen generischen Animationsgeschichte, wie man sie schon viel zu oft gesehen hat. Es ist einfach alles so austauschbar und generisch, vor allem dieses klischeehafte, oh, stellt euch vor, XY hätte eine eigene Welt, kann ich einfach nicht mehr sehen und vor allem hier hätte es das absolut nicht gebraucht. Hätte man sich einfach auf Ruby fokussiert, hätte man eine wirklich süße Geschichte erzählen können, aber diese ganze Krakenwelt steht dabei nur im Weg. Dazu kommt noch der Plot über die Meerjungfrauen, die hier von allen immer als das absolut Böse dargestellt werden und Ruby freundet sich dann eben natürlich mit einer an und möchte diese Klischees brechen, nur damit die Meerjungfrauen am Ende wirklich alle böse sind? Für einen Film, der als Message gegen Stigmatisierung arbeiten will, ist eine von Natur aus böse Rasse irgendwie super kontraproduktiv und erzeugt auch einen absolut unnötigen Twist. Was haben die sich dabei gedacht? Ich verstehe es nicht. Danach habe ich The Host gesehen, ein früherer Film vom Parasite-Macher über ein mutiertes Fischmonster, welches plötzlich die Menschen angreift und er war auf jeden Fall gut, aber für mich persönlich jetzt nicht mehr als das. Vor allem die ganze Struktur und der Verlauf der Handlung hat für mich irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich kann da nicht mal wirklich mit dem Finger drauf zeigen, aber es hat mich einfach nicht so gecatcht, wie ich gehofft hatte. Es gibt aber viele interessante Interpretationen zum Film und man hat auch das Gefühl, dass der Film wirklich was zu sagen hat. Von daher wächst der Film vielleicht noch mit der Zeit bei mir. Als nächstes habe ich dann Inglourious Basterds mal wieder gesehen und ich könnte ja wirklich nicht sagen, was dem Film nur annähernd gerecht werden würde oder was nicht schon 100-mal gesagt wurde. Es ist Tarantinos Meisterwerk. Die meisten Autoren und Regisseure würden nur für eine einzige so brillante Szene töten, wie man sie hier gleich mehrere Male erlebt. Christoph Waltz als Hans Lander ist vermutlich der beste Filmbösewicht aller Zeiten. Wie der Film mit Sprache spielt, ist so einzigartig und genial und egal wie oft man gewisse Szenen auch sieht, sie verlieren einfach kein bisschen ihrer Spannung. Tarantino ist so ein meisterhafter Regisseur, dass selbst Til Schweiger in diesem Film gut ist. Ich finde es aber schade, dass dieser Film synchronisiert wurde, weil es halt wirklich einfach keinen Sinn ergibt und das sag ich als absoluter Synchro-Fan. Guckt den auf jeden Fall nur im O-Ton, es wird zum großen Teil eh deutsch gesprochen und es funktioniert einfach nur so. Dann habe ich Happy Death Day gesehen, einen täglich grüßt das Murmeltier-Type-Film, wo die Protagonistin jeden Tag ermordet wird und sich der Tag dann für sie neu startet. Eigentlich eine super Prämisse und der Film ist auch ganz unterhaltsam, aber insgesamt doch ein bisschen zu generisch. Hier wird viel Potenzial liegen gelassen, aber man hat eine durchaus nette Zeit und die 97-minütige Laufzeit lässt wenig Zeit für Langeweile übrig. Als nächstes kam dann endlich Mission Impossible Dead Reckoning in die Kinos und er hat Gott sei Dank nicht enttäuscht. Ich liebe die Mission Impossible Reihe und auch wenn Dead Reckoning ganz anders ist, als ich erwartet hatte, fand ich ihn immer noch fantastisch. Der Film hat so seine Eigenheiten, mit denen nicht jeder klarkommt, vor allem das Editing und die Kamera in den Dialogen ist sehr bedrückend bis irritierend, da teils während ein Charakter spricht, einfach die Achse gewechselt wird. Da es hier aber viel darum geht, was echt ist und was nicht, klappt das irgendwie, auch wenn es vielleicht ein Ticken zu viel ist. Gleichzeitig ist aber auch dieses klaustrophobische Gefühl, welches dieser Film ausstrahlt,
sehr effektiv. Allgemein ist die ganze Geschichte über die AI genial gelöst und obwohl man denkt, das Thema einer bösen AI wäre ausgelutscht, findet Mission Impossible hier den perfekten Ansatz und ich bin schon super gespannt, wie das Ganze dann im zweiten Teil aufgelöst wird. Es wird hier gar nicht erst versucht, die AI zu vermenschlichen oder ihr Leben einzuhauchen. Sie ist genau das, was sie eben ist, eine seelenlose Maschine, die einfach macht. Und auch ist sie weiterhin auf Menschen angewiesen. Sie braucht einen Menschen, um in Aktion treten zu können, was auch wieder zeigt, wie sehr ein vermeintlicher Anführer weiterhin abhängig von seinen Untertanen ist. Und gleichzeitig ist es dadurch auch ein sehr humanistischer Film, der klar macht, dass wir Menschen immer noch etwas sehr anderes sind als Maschinen. Ich mag auch, wie es im Film darum geht, dass durch unsere Abhängigkeit der digitalen Realität sich selbst die Vergangenheit manipulieren lässt und dann erfindet der Film selbst eine komplett neue Vergangenheit für Ethan, bei der sich viele dann fragen, wait, gab es die bereits? Habe ich was aus den alten Filmen vergessen? Und hätte man diese nicht zum Gegenprüfen, würden viele das wahrscheinlich sogar einfach hinnehmen und denken, jopp, die war schon immer da, ich hab's halt nur vergessen. Was eine echt gruselige Vorstellung ist. Die Action ist natürlich wie immer großartig, Hayley Atwell ist eine famose Ergänzung zum Cast und Tom Cruise und McQuarrie haben allgemein ein ziemlich gutes Gefühl für Humor. Und die Flughafenszene ist das absolute Highlight. Dann habe ich The Nice Guys zum zweiten Mal geguckt und der gefiel mir ehrlicherweise ein bisschen weniger, als ich erwartet hatte. Versteht mich nicht falsch, das ist definitiv ein super unterhaltsamer und lustiger Film und Ryan Goslings und Russell Crowe's Chemie ist fantastisch, aber ich dachte einfach, er würde mir noch besser gefallen. Trotzdem super schade, dass der damals so gefloppt ist, das hat der Film halt echt nicht verdient und ich bete dafür, dass wir trotzdem eines Tages einen zweiten Teil sehen werden. Als nächstes habe ich endlich Buddies, Buddies, Buddies nachgeholt. Eine Art Horror, Whodunit, Komödie, Schrägstrich, Satire. Man kann den Film schwer in ein Genre packen, aber ich fand ihn wirklich gelungen. Der Film ist vor allem eine Kritik an meiner Generation, ohne dabei dann aber in ein dämliches Die bösen neuen Kids auszuarten. Er macht dabei ein paar wirklich gute Punkte, vor allem ein Dialog über das ständige Nutzen von irgendwelchen Pseudo-Fachbegriffen wie Triggern fand ich ziemlich passend und das Ende ist echt richtig gut. Das wird nicht für alle funktionieren, viele werden vielleicht sogar enttäuscht davon sein, aber ich fand den Ansatz extrem clever und erfrischend und es rekontextualisiert den gesamten Film nochmal auf eine ziemlich gute Weise. Insgesamt hätte der Film aber noch deutlich mehr Humor vertragen können, auch funktionieren manche Charakterbeziehungen nur so halb, aber von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann habe ich nochmal Mission Impossible Dead Reckoning geguckt, da meine Familie ihn sehen wollte und ich die Chance ergriffen habe, gleich mitzukommen. Ich glaube, das ist der kürzeste Abstand, den ich jemals hatte für einen Rewatch. Ziemlich genau 24 Stunden müssten es gewesen sein und trotzdem hatte ich wieder enorm viel Spaß und er hat zum Glück kein bisschen in seiner Qualität nachgelassen. Würde sogar so weit gehen und behaupten, dass er noch einen Ticken besser funktioniert hat. Dann habe ich zum ersten Mal Dunkirk gesehen und ja, er war handwerklich natürlich grandios gemacht, wie bei Nolan eben üblich, aber ganz ehrlich, inhaltlich fand ich ihn wirklich lahm. Man hat halt keinen einzigen interessanten Charakter, keine wirkliche Identifikationsfigur und natürlich ist das auch irgendwie bewusst, aber es funktioniert einfach nicht in meinen Augen. Ich bin eh nicht der größte Fan von Kriegsfilmen, nicht moralisch, sondern einfach, dass sie mir persönlich nicht so viel Spaß machen, aber vor allem bei dem Film kann man den schon wirklich vorwerfen, den Krieg auch eher zu einem Spektakel zu machen, als wirklich ein Anti-Kriegsfilm zu sein. Auch fand ich Nolans Erzählweise mit verschiedenen Zeitlinien hier einfach unnötig, weil es halt zu nichts führt und nichts beiträgt. So erlebt man vielleicht den Krieg so nah wie noch nie, aber das macht Dunkirk maximal zu einem beeindruckenden, aber nicht zu einem wirklich guten Film. Als nächstes habe ich Anchorman gesehen, eine ganz amüsante Komödie, ich hätte gern mehr Paul Rudd gesehen und manchmal driftet er etwas zu sehr ab, aber ja, mehr habe ich auch nicht dazu zu sagen. Dann habe ich Chinatown gesehen und ich glaube, in dieser Folge mache ich mich wirklich besonders unbeliebt, aber ich fand ihn nur gut. Vielleicht sind so große Thriller-mäßige Filme mit Verschwörungen und vielen Figuren weniger für mich, als ich dachte, beziehungsweise ich habe das Gefühl, es ist oft ein schmaler Grat zwischen ich finde es verwirrend und langweilig und ich finde es extrem spannend. Ich sehe die handwerklichen Qualitäten und Jack Nicholson spielt natürlich famos, aber es hat mir auch hier an einem Anker in der Geschichte gefehlt, wodurch ich zu oft gelangweilt war. Der Film gilt als eines der besten Drehbücher aller Zeiten, also vielleicht ist es auch meine Schuld und ich habe den Film einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Als nächstes hatte ich die Möglichkeit, Call Me By Your Name nochmal im Kino zu sehen und es ist definitiv einer der schönsten und lebendigsten Filme aller Zeiten. Wenn man unsere Welt mit nur einem Film repräsentieren müsste, dann vielleicht mit diesem, weil er die Freude, aber auch die Trauer des Lebens so phänomenal in Einklang bringt. Alles sieht so wunderschön aus, voller Details und ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, das mit so einer Leichtigkeit umzusetzen. Es fühlt sich alles so
wahrhaftig an, als würde man einfach nur die Kamera in diese Welt packen und die Menschen dabei filmen, und trotzdem wirkt der Film eben nicht einfach nur plump realistisch, er ist weiterhin unglaublich fantasievoll und eigen. Er macht seine eigene zeitlose und wundervolle Welt auf, ganz ohne Elfen oder Raumschiffe, sondern mit dieser Welt, von der man einfach nicht glauben kann, dass sie nicht wirklich existiert. So echt fühlt sich jede einzelne Kulisse hier an. Die gesamte Kraft des Kinos steckt in diesem Film, den man gesehen haben muss. Danach habe ich Happy Death Day 2 gesehen und ich fand ihn überraschenderweise sogar besser als den ersten. Er hat ein bisschen den Vibe von einem extra langen YouTube-Video, also würde statt Jessica Roth hier stattdessen Phil Laude oder Genghis rumlaufen, es würde funktionieren. Ein kurzweiliger und unterhaltsamer Film, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dann habe ich mir noch Sherlock Jr. angesehen, mein erster Buster Keaton-Film, und ich verliebe mich jetzt schon. Man kann es eigentlich nicht glauben, dass dieser Film beinahe 100 Jahre alt ist und komplett ohne Computereffekte auskommt. Viele Stunts sind so raffiniert und kreativ, viele Szenen funktionieren wie kleine Zaubertricks und der Slapstick-Humor ist on point. Natürlich ist er als Stummfilm etwas gealtert, hat aber kein bisschen von seinem Unterhaltungswert eingebüßt und ist eben vor allem für seine Zeit einfach enorm beeindruckend. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein ganzes Video über Buster Keaton, denn ich finde ihn jetzt schon ziemlich faszinierend. Vor allem, da er seine teils enorm gefährlichen Stunts alle selbst gemacht hat und damit quasi der frühere Tom Cruise ist. Tom Cruise selber nennt ihn auch immer wieder als Inspiration, der Vergleich ist also nicht einfach nur aus der Luft gegriffen. Den Film kann man übrigens problemlos auf YouTube gucken und er geht auch nur 45 Minuten, von daher solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Als nächstes habe ich High Noon gesehen, ein Western aus den 50ern, den ich ganz okay fand. Ja, irgendwie habe ich auch hier nicht mehr dazu zu sagen. Ganz im Gegensatz zu The Departed, den ich mal wieder gesehen habe und weiterhin grandios finde. Matt Damon und Leonardo DiCaprio spielen wie eigentlich immer fantastisch und die Prämisse ist genial. Der Gangsterboss Frank Costello, wundervoll gespielt von Jack Nicholson, schleust einen seiner Männer bei der Polizei ein, während die Polizei einen ihrer Männer bei Costello einschleust. Daraus entsteht dann ein extrem spannendes Katz-und-Maus-Spiel, welches vom Gott aller Götter Martin Scorsese wundervoll inszeniert wird. Viele wissen es nicht, aber eigentlich ist der Film tatsächlich ein Remake des südkoreanischen Films Infernal Affairs, welchen ich dringend auch mal sehen muss. Wie sich Departed im Vergleich zu dem schlägt, kann ich jetzt also nur schwer beurteilen, bis dahin packt mich der Film aber auf jeden Fall immer wieder aufs Neue. Dann habe ich Oppenheimer und Barbie gesehen, welche beide zusammen eine Kritik erhalten haben, schaut also gerne die, wenn euch da meine Meinung interessiert. Als nächstes habe ich La La Land gesehen und ich weiß nicht, was diesen Monat los war, aber auch den fand ich deutlich schwächer als erwartet. Ja, er hat seine Momente und ja, er ist gut inszeniert, auch Emma Stone und Ryan Gosling sind toll, aber für mich war das alles immer nur gut, niemals fantastisch. Die ganze Theatralik des Films war für mich viel zu sehr gewollt als gekonnt. Allgemein will Damien Chazelle immer so verdammt viel auf einmal, aber kriegt das dann einfach nicht gut zusammengepackt. Die Sets sind natürlich wundervoll umgesetzt und es gibt viele kreative und spaßige Szenen, aber die funktionieren immer nur für sich genommen. Bei Babylon hat das noch deutlich besser funktioniert, weil es viel mehr zum Film gepasst hat, aber hier fällt es doch schon sehr negativ auf. Gefühlt funktionieren viele Szenen einfach viel besser, wenn man sie sich einzeln auf YouTube anguckt und nochmal denkt, boah, das war eine gute Szene, als dann im Gesamtkontext des Films. Man könnte fast sagen, ich fand den Film nur so lala. Versteht ihr? Wegen La. Dann habe ich die Klapperschlange geguckt und die Prämisse klang super spaßig. Manhattan wurde hier komplett ummauert und alle Verbrecher werden jetzt einfach in diese Stadt geworfen, wo sie dann nie wieder rauskommen. Plötzlich ist aber dann der US-Präsident darin gefangen und ein Mann, gespielt von Kurt Russell, muss ihn jetzt retten. Von der Umsetzung fand ich es dann aber irgendwie etwas zu langweilig. Das Pacing ist ein bisschen lahm und die gesamte Entwicklung der Geschichte war jetzt nicht zu 100% meins. Handwerklich ist das aber ziemlich gut gemacht, die Stadt wird sehr gut und düster inszeniert, auch wenn man nur relativ wenig Orte besucht, wodurch sich das doch etwas klein anfühlt. Das Batman Arkham City Spiel hat ja eine sehr ähnliche Prämisse und da fand ich das halt deutlich spannender umgesetzt. Da wird natürlich auch ein deutlich anderer Ansatz verfolgt und man hat mehr diesen Over-the-Top-Comic-Stil, aber das fand ich irgendwie passender für so eine Prämisse. Als nächstes habe ich Drive gesehen, ein sehr melancholischer Thriller mit Ryan Gosling, also mit mir, der aus sehr wenig sehr viel macht. Es ist vor allem ein ästhetisch wirklich unglaublich gelungener Film mit einer düsteren Atmosphäre, einem sehr kalten, aber von Ryan Gosling wunderbar verkörperten Protagonisten und einer simplen, aber effektiven Handlungen. Mehr kann man auch eigentlich nicht dazu sagen, man muss den Film einfach selber mal gucken, weil er einen dann wirklich in den Bann zieht für seine Laufzeit. Eine Art von Film, die man leider immer seltener sieht, umso schöner, dass es Drive gibt. Dann habe ich Blue Valentine geguckt und das ist die Ryan Gosling-Romanze, die La La Land gerne wäre. Der Film ist schon sehr harte Kost, weil er seine Geschichte auf so eine fiese und effektive Weise langsam aufrollt und man so immer mehr versteht, was genau los ist. Man wird immer tiefer in diese kaputte Beziehung der beiden Hauptfiguren gezogen und immer mehr kriegt man das Gefühl,
Gefühl, dort auch nicht mehr herauszukommen. Der Film weiß genau, was er zeigen muss und viel wichtiger, was nicht. Jede Szene ist sorgfältig ausgewählt, nur um es im Film wie wahllose Ausschnitte wirken zu lassen, als würde man einfach nur zufällig durch dieses Leben der Figuren seppen. So schafft er es, die Härte dieser Geschichte mit einer Leichtigkeit zu kombinieren, was ein super starkes Gesamtbild erzeugt. Und das ohne wirklich erklären zu müssen, was zwischen Vergangenheit und Gegenwart eigentlich passiert ist. Es ist nicht wichtig und die eigene Vorstellung erzeugt eine viel effektivere und schmerzhaftere Realität, als sie der Film jemals erzeugen könnte. Und Ryan Gosling ist mal wieder großartig. Danach habe ich The Ides of March gesehen, einen Politikthriller von George Clooney mit Ryan Gosling. Der Film war ganz gut, er hat vor allem gut gezeigt, wie dreckig und manipulativ eigentlich die gesamte Politik ist, vor allem der amerikanische Präsidentschaftskampf, aber irgendwie hat was gefehlt, um es noch besser zu machen. Der Cast war es auf jeden Fall nicht, der ist mit Ryan Gosling, George Clooney und Philip Seymour Hoffman ziemlich gut, aber der ganze Film ist irgendwie etwas generisch. Er wirkt einfach zu real, man wird direkt in diese Geschichte reingeworfen, wo es schon den Kandidaten für den Präsidenten gibt und diese ganzen Figuren, die sich alle kennen, wodurch ich mir auch unsicher war, ob das Ganze nicht eine echte Geschichte ist, die hier gerade verfilmt wird. Vielleicht ist aber auch das genau das Gefühl, was der Film erzeugen will. Dann habe ich noch Moonrise Kingdom geguckt, ein Wes Anderson-Film, der wie immer super war. Tolle Bilder, süße Charaktere, eine bunte und abgedrehte Geschichte mit viel Herz. Ich kann wirklich sehr viel mit Wes Andersons Stil anfangen und auch hier hat es wieder für mich funktioniert. Ich finde es einfach immer toll, wenn ein Film seine kleine Mini-Welt aufmacht und da dann einfach herumspielt, ohne sich jetzt damit aufzuhalten, was vermeintlich realistisch sei. Wes Anderson-Filme sind immer wie kleine Märchen und das macht sie so toll. Als nächstes habe ich Hell or High Water geguckt, ein moderner Western mit Chris Pine, der das Western-Genre großartig in die Moderne übersetzt. Jeff Bridges als Sheriff ist auch von der Partie und das ergibt eine ziemlich spannende Geschichte über Recht und Unrecht und soziale Ungleichheit. Über weite Strecken ist er relativ ruhig, aber wenn er dann aufdreht, dann dreht er richtig auf. Super starkes Ding. Dann habe ich mal wieder Fluch der Karibik geguckt und ich liebe diese Filme. Das ist für mich genau das, was Blockbuster-Kino sein sollte. Es ist keine hohe Filmkunst, aber trotzdem auf keinen Fall hingerotzt. Die Charaktere sind super, die Action macht Spaß und die Welt ist einfach so eigen und kreativ. Mein Liebling ist definitiv der zweite, den ich wirklich unglaublich gut finde. Und der erste hat noch seine Schwächen, vor allem die fehlende Abwechslung und sicherlich auch die Länge, aber es ist immer noch ein wirklich guter Film. Ich glaube, was mir beim ersten noch fehlt, was vor allem der zweite und der vierte sehr gut machen, ist dieses Abenteuergefühl. Ich wünschte einfach, Hollywood würde mal wieder genau so eine frische neue Reihe starten, aber wie es momentan aussieht, können wir darauf wohl noch lange warten. Irgendwann werde ich auf jeden Fall mal ein Video über die Reihe machen. Als nächstes habe ich endlich mal The Lone Ranger gesehen. Obwohl ich den Film nie gesehen hatte, hatte ich irgendwie immer eine Faszination für ihn. Vermutlich, weil es damals bis zum Tod vermarktet wurde und das nächste Fluch der Karibik sein sollte, was mich als Kind halt echt angesprochen hat. Es sah halt auch immer sehr interessant aus, aber ich wusste halt auch schon, dass der Film wirklich sehr schlecht ankam. Und ja, ich kann's verstehen. Er ist okay, aber viel zu überladen, viel zu lange und leider auch deutlich weniger kreativ als erhofft. Es gibt ein paar Momente, wo man die Fluch der Karibik-Magie spürt, aber die kann man halt an einer Hand abzählen. Super schade einfach, weil ein Fluch der Karibik als Western hätte großartig werden können. Dann habe ich Haunted Mansion gesehen und auch eine Kritik dazu gemacht, die ihr euch gerne ansehen könnt. Und dann habe ich Suicide Squad gesehen. Und wie erwartet, war er natürlich absolut grauenvoll. Der Film wurde nach den sehr erfolgreichen Trailern massiv umgeschnitten, wodurch sogar die Trailerfirma den Schnitt übernommen hat und das merkt man zu jeder Sekunde. Der ganze Film fühlt sich einfach nur wie ein überlanger Trailer an. Dazu ist die Musik das Schrecklichste, was ich seit langem gehört habe, weil ohne Übertreibung ein bekannter der Song nach dem nächsten abgespielt wird, von Eminem bis Rolling Stones, ohne dass das auch nur irgendwie zur Szene passen würde. Als hätte jemand aus Versehen seine Spotify-Playlist angelassen, während der Film gerade läuft. Ich kann gar nicht beschreiben, wie schrecklich das ist, man muss es wirklich gesehen haben. Die Handlung ist dumm, die Figuren sterben ist langweilig, Killer Croc, warum? Und der Joker. Der Joker. Das ist vermutlich die schrecklichste Interpretation dieses Charakters, die überhaupt möglich ist. Wie unglaublich doll kann man eine Figur denn bitte nicht verstanden haben? Er ist einfach nur irre, um halt irre zu sein, wobei nichts einen doppelten Boden oder eine doppelte Bedeutung hat, wie es beim Heath Ledger Joker ja der Fall war. Es ist wirklich unangenehm, Jared Leto bei diesem Affentheater zuzusehen und eine Beleidigung für die Augen. Am Ende ist der ganze
ganze Film aber so kacke, dass er auch wieder unterhaltsam ist. Vor allem, da ich ihn mit dem guten Hockey gesehen habe, kann ich nicht behaupten, dass ich jemals gelangweilt war. Als nächstes habe ich The Clone Tyrone geguckt, ein neuer Netflix-Film, der gut war, aber sehr in dem Schatten seiner Vorbilder steht. Der Look ist toll, die Figuren charmant, aber das Drehbuch ist viel zu wirr und konstruiert und die Auflösung ist super nichtssagend. Es ist halt sehr eindeutig der Versuch, auch einen Jordan Peele-Film zu machen. Vor allem die Ähnlichkeiten zu Get Out sind sehr offensichtlich und vor allem da ist der Film einfach nicht annähernd auf demselben Level. In der Mitte des Films circa wird auch gezeigt, dass die Bösen eine ziemlich große Macht über die Figuren haben, nur damit die das dann nie nutzen beim Finale, was einfach gar keinen Sinn gemacht hat. Ich meine, das ist wortwörtlich der Grund, warum der Protagonist aufgeben will und dann wird das nie verwendet. Stattdessen benutzt dann sogar der Protagonist die Macht gegen die Bösen und ich weiß nicht, wie so ein riesiges Plothole entstehen konnte. War insgesamt aber unterhaltsam, kann man sich also mal ansehen. Und den Monat beendet habe ich dann mit Talk to Me, dem neuen Horrorfilm aus dem Hause A24. Und da ich eigentlich nie Horrorfilme sehe, ich glaube, das ist unironisch so mein vierter richtiger Horrorfilm, hat der sehr gut funktioniert. Vor allem ist es endlich mal ein Film, der sich selbst einfach sehr bewusst ist und mit 95 Minuten die perfekte Laufzeit hat. Ich fand die Prämisse cool, die Schockmomente haben extrem gut funktioniert und mich echt kalt erwischt und der ganze Cast spielt top. Im letzten Akt driftet der Film etwas ab und man weiß nicht ganz genau, wo es hingeht, aber das Ende hat es dann nochmal richtig für mich rausgerissen. Einfach ein super runder und perfekter Abschluss. Sehr sympathischer Film, der sogar von zwei YouTubern gemacht wurde, kann ich also nur empfehlen, auch wenn der warum auch immer leider nur in sehr wenigen Kinos läuft. Puh, und das war der Juli, ein wirklich ziemlich vollgestopfter Monat. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung zu den Filmen in die Kommentare, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.